Meine Freunde, damit herzlich willkommen ja wieder zurück zum Train Simulator, der Train Sim World Heavy Haul SCX mit meiner Wenigkeit. Ja, wir sind ja hier beim letzten Mal stehen geblieben und wir waren ein paar Tage Pause dazwischen, was daran lag, dass ich es nicht geschafft habe. Und auch heute machen wir eine relativ kleine Folge. Im Sinne von Fahrzeuge abkuppeln. Eine kleine Folge im Sinne von. Im Sinne von so circa 15 Minuten. Weil die Folge jetzt noch relativ schnell raus muss. Heute ist Montag, auch wo ich das aufnehme. Ich habe es am Wochenende leider nicht geschafft, das vorweg zu produzieren. Ein schöner Grafikfehler. Deswegen. Da muss ich mich nämlich heute, also zum Montag, auch noch dran setzen und da mal ein paar Folgen, beziehungsweise eine Woche sogar, im Voraus das Ganze aufzunehmen. Aber ich muss auch noch einen Bausimulator komplett aufnehmen, dann habe ich aber alles geschafft. Ey, wunderbar. Deswegen seid mir da nicht böse. Aber wir wollen natürlich beim Trains in World an das Konzept weiter festhalten. Erstmal Dankeschön für das nette Feedback zum Thema der Ausbildung. Hat euch ja sehr gut gefallen. Das freut mich. Einige waren überrascht, dass sogar, dass ich über so etwas sogar ganz sachlich reden kann und alles. Naja, kann ich. Ohne Frage kann ich. Als Wunsch in dem Sinne, hier soll ich die Karre so abstellen? Okay. Als Wunsch wurde ja noch geäußert, dass ich noch über meine Kanalentwicklung reden soll. Das hatte ich dann aber schon im letzten Part dann automatisch mitgetan. Ne, den ich dann einfach mal kurzerhand im Voraus aufgenommen hatte. Und noch ein Wunschthema war zum Thema der Selbstständigkeit. Das können wir noch machen. Aber dann verließen sie in die guten Geister auch schon wieder. Deswegen bitte ich euch, schreibt mir gerne eure Themenwünsche jetzt heute hier in die Kommentare. Dann werde ich das heute irgendwann etwas später oder heute Nacht, Abend, je nachdem, keine Ahnung. Werde ich dann draufschauen, was ihr dann noch so geschrieben habt, weil über Thema Selbstständigkeit kann man auch über mehrere Folgen hinwegreden, ohne Frage. Aber, gibt bestimmt noch mehr, über was ihr euch interessiert, deswegen. Lasst es mich da in den Kommentaren gerne wissen. So. Wir latschen hier noch angenehme 500 Yards, bis wir jetzt hier am Ende sind, denn wir sollen die Züge abkoppeln und da müssen wir halt auch wirklich komplett nach hinten laufen und das dauert. Dann kommen wir aber dementsprechend auch schon ins nächste Szenario rein. Dann weiß ich gar nicht, was dann ansteht, um ehrlich zu sein. Nein, weiß ich gerade echt nicht. Schauen wir einfach mal. Schauen wir mal. Blub. Wir sind gleich da. Es sind noch 240, 30, 20, 10 und noch 200 Yards. Da geht es weiter runter. Eine absolute Spannung. Habe ich nicht so ganz verstanden, warum man das hier so machen soll. Gut, ist halt Spielzeugstreckung vom Feinsten. Ja, gut. Wer drauf steht? Ah, hier hören wir schon die Loks. Die sollen wir ja abhängen. So. So, Fahrzeuge abkoppeln. Ja gut, da muss ich das aber hier machen. Sehr gut, Zielaufgabe erfüllt. Setzen Sie sich in den Sitz des Lokführers. Mach ich. So. Setzen. Szenario fehlgeschlagen. Schienenfahrzeug. Was? Warum ist das jetzt. Letzten Checkpoint laden. Warum ist das jetzt fehlgeschlagen?
Das sah jetzt auch richtig gut aus. Muss man ja lassen. Das sah jetzt wirklich gut aus, ne? Also, ich habe hier irgendwie gerade keine Kollision. Sieht doch alles gerade ziemlich hardcore verbuggt aus hier. Na gut, muss es ja auch mal geben. Untersteigen Leiter. Aufgehen Leiter. Na, wo haben wir es denn? Verstehe ich gerade nicht. Abgesehen davon, dass es halt verpackt ist, ja, aber. Oder gerade sein. Anbremsen angelegt. So, jetzt nicht mehr. Ich kann halt auch hier gerade die Kupplung nicht so wirklich bedienen. Komm halt auch hier wirklich nicht so ganz auf den Zug drauf. Also gar nicht. Ich kann ja hier durch den Zug laufen. Das ist definitiv auch nicht so gewollt. Möchtest du das Spiel neu starten? Nee, eigentlich auch nicht. Ich möchte eigentlich... ich gehe mal kurz zum Hauptmenü zurück. Okay, ganz interessant. Frage mich, warum das Szenario jetzt fehlgeschlagen ist. Wir gehen einfach mal zurück. Zuletzt gespielt. Kann ja sein, dass wir jetzt nochmal die Meile zurücklatschen müssen. Wo müssen wir dementsprechend auch? Das Ganze ist auf Aus. Das Ganze ist auf Leerlauf. Richtungswendler können wir allerdings auch nicht bedienen. Hier ist alles an. Nö, wir haben... bis dato eigentlich nur die Aufgabe, nach hinten zu gehen und das Ganze abzukoppeln. Na, eine größere Aufgabe haben wir in dem Sinne jetzt nicht. Na, also ich kann noch mal hier kurz gucken. Aktuelle Aufgabe, Fahrzeuge abkoppeln. Das tun wir. Ich speichere einfach noch mal sicherheitshalber davor. Ja, da, so sind wir ja jetzt nicht. Und dann gucken wir einfach mal, wo denn da das allgemeine Problem liegt. Ja, so was muss es halt auch geben, ne? Sonst wäre das Leben zu einfach. Aber gut. Ist nicht doof, die ganze Meile wieder hier zurückzulatschen. Naja, wird es halt mal zum anderen Simulator. Sieht zwar nicht so schön aus wie in der anderen. Ja, da kann man ja ruhig mal ein bisschen rumlaufen, mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Aber gut, so ist es halt. Hauptsache, wir laufen auf Kies. Das hört sich gut an. Irgendwo da hinten soll dann ja angeblich auch eine Karre sein, wo wir dann einsteigen. Und das Szenario dann offiziell beendet ist. Mich wundert, aber trotz allem wundert es mich, dass wir hier mittendrin anhalten. Ja, ich meine, wir stehen hier mitten am Bahnübergang. Gut, ich meine, hier wird eh gebaut. Und daher ist das, denke ich mal, relativ egal, ob wir nur hier stehen oder nicht. Aber trotzdem stelle ich mir jetzt nicht so richtig vor. Wo vor allen Dingen dann aber trotzdem wohin mit dem Fahrzeug? Weil, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe abgekuppelt. Das war richtig. Danach hat er mir das nächste Ziel gegeben. Setze dich auf den Lokführersitz. Habe ich gemacht. Boah. Szenario fehlgeschlagen. Warum? Ich habe keine Fehler gemacht. Also, nicht, dass ich wüsste. Wir sprechen jetzt einfach nochmal kurz davor. Und, ja. Jetzt schauen wir einfach mal, wo das exakte Problem hier dran liegt.
Und ich gehe mal einfach ins nächste Szenario, weil mit so einer verpackten Kacke will ich mich dann halt auch nicht abgeben. Für mich ist es dann abgeschlossen und fertig aus. So. Aber erstmal nochmal die 500 Yards nach hinten rennen. So wie man es gewohnt ist, so muss man es dann leider Gottes auch wieder tun. Eieieiei. Aber vorne ist alles fertig eingestellt. Da gab es jetzt nichts weiter. Da konnte ich jetzt weder die Richtung ändern, wir haben die Lichter ausgemacht, sprich die Maschine ist komplett aus. Mal, sie ist aus, sie ist halt auch befestigt, sprich es ist volle Pulle angezogen. Ob nun automatische Bremse sonst was, sprich kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der Container, also sprich der das Ding zu weit gerollt ist, weil der durfte nach vorne gar keinen Widerstand geben, weil ja alles ja gebremst ist. Also von daher keine Ahnung. Gut, wir nähern uns aber wieder unseren Loks und ich bin weiterhin gespannt wie Hulle, was gleich passiert. Weil der Punkt ist in der Tat da vorne. Also der Punkt hier. Na? 15 Yards, wir speichern hier kurz mal. Danke. Die Dinger, da bin ich auch nicht berechtigt, die auseinanderzunehmen. Und daher kann das ja nur der hier sein. Ja, oder halt der, ne? Aber glaube ich auch beinahe nicht dran. Ich öffne das jetzt einfach mal. Zielaufgabe erfüllt. Steigen Sie in die Lok. Mach ich. Szenario fehlgeschlagen. Habt ihr das gerade gesehen? Also ich hab's gerade gesehen, der ist irgendwie. Da ist gerade was eingeschlagen. Naja, wow. Jetzt sind wir wieder unten durchgefallen. Ein absoluter Wahnsinn. Zurück zum Hauptmenü. Ich glaube, ich weiß, an was es liegt. Die Dinger rollen zurück. Auch wenn sie es nicht durften, aber die rollen zurück. Und streifen den Zug. Oder die Lok streift das. Das kann natürlich auch sein. Es gab ja einfach jetzt mal kurzerhand so einen kompletten Einschlag. Ja, was ja eigentlich auch nicht sein darf. Ich weiß halt nur nicht, aus welcher Sicht das Ganze. Oh, die Handbremse ist jetzt angelegt. Ich gehe mal herunter. Ich steige mal kurz hier ein. Und setzt dann. Ne, die Lok ist gebremst. Die Lok bewegt sich nicht. Das sind die Waggons. Oh, die Handbremse ist angelegt. Wir gucken jetzt ganz kurz. Es bewegt sich hier kein Millimeter etwas. Nein. Jetzt setze ich mich hin. So, Richtungswendler. Stellen Sie. Jetzt ging es aus irgendeinem Grund. Richtungswendler auf rückwärts. Mach ich. Kann ich nur leider Gottes nicht. Was hat denn jetzt hier wieder eingeschlagen? Die Waggons sind ja nun gerade schon wieder dran. Ich kann hier aber trotzdem nichts einstellen.
nochmal hier alles an. Tja, wo liegt das genauere Problem? Kann ich hier prinzipiell irgendwas ändern? Das scheint wohl. Das scheint wohl prinzipiell zu gehen, aber das geht auch, was mich sehr freut. Aber der Rest geht hier nicht. Ah, jetzt rückwärts, okay. So, an einen Ort anhalten, okay. Weil die dynamischen Bremsen noch drin waren, verstehe. Das sieht richtig gut aus. Was ist denn hier los, Mensch, jetzt genau? Der verbindet sich jedes Mal wieder mit den Dingern, Alter. Kriegst du den Harry. Aus. Dittet aus. Dittet aus. Dynamische Bremse ist aus. Der reagiert aber nicht. Ich stehe gerade selber nicht genau warum. Ich bin schon wieder hier dran, oder? Ah, das ist jetzt. Hallo? Das ist ganz schlecht. Das ist. Oh Gott. Das ist ganz schlecht, ganz schlecht. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Meine Fresse. Das ging gerade nochmal gut. Ich bin nur noch rückwärts hier angehalten. Jetzt eine Meile einfach nach hinten. Mei, oh mei. Gut, jetzt haben wir es. Alles klar. Jetzt haben wir es, Freunde. Ach, nee. Gut. Mein Gott. Freunde, tut mir leid, aber dass ihr die Folge pünktlich kriegt, dann müssen wir jetzt hier Feierabend machen. Ich schaffe die Loks noch schnell dahinter. Dann ist das Szenario abgeschlossen. Wir steigen dann dort ein, wo wir dann noch die Punkte kriegen, dass wir das sehen. Und dann gehen wir uns das nächste Szenario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war auf jeden Fall recht interessant jetzt hier das Ganze. Ja, und in dem Sinne, bis dann, haut rein. Viel Spaß heute noch. Tschüss.